ist das da hinten?
Zischen nicht mithalten. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Ati scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich hau die Fakten auf den Tisch. Mekule, Sonon, Perkelis, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand. Und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti.
Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrenn's zum Rentier, nicht zum Elch. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Moore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. North Moore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. North Moore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen, unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe.
Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein?